Und der Song Contest Film mit dem Titel 12 Points hat im Heidenkino Premiere gehabt. 12 Points, diese Worte hört man gern beim Eurovision Song Contest. Diese Worte sind jetzt aber auch der Titel eines Kurzfilms mit ORF-Star Christoph Grissemann. Er hat ja früher mit Dirk Stermann gemeinsam den Song Contest im Radio kommentiert. Mit wenig Worten, aber viel Gefühl erzählt der Jungregisseurin Nick Matt in 12 Minuten eine Geschichte über Intoleranz. Ein junger Mann gesteht seiner Familie seine Homosexualität, hofft auf Verständnis, Verständnis, das er nicht bekommt. Diesen Film lässt sich selbst die Prominenz nicht entgehen. Das war großartig gespielt. Zeigt auch mal wieder, dass man mit wenig Text viel aussagen kann. Dass Mimik perfekt platziert ist. Und vermittelt hat, was es vermitteln soll. Ich muss sagen, ich hatte echt viele Gänsehautmomente dabei. Ich fand auch die schauspielerische Leistung toll. Die beste Szene fand ich eben, wo sie da vor dem Haus stehen und eben er mit seinem Freund steht und dann einfach nur dieser kurze Blick austauscht. Das war schon sehr, es ist irgendwie unter die Haut gegangen. 41 Personen, hauptsächlich Studenten, haben an dem Film mitgearbeitet. Zur Freude des Publikums. Wie viele Punkte würden Sie jetzt dem Film geben? Natürlich 12 Points. 11 Points für den Film. 12 natürlich. Für die Filmaufnahmen sind einige weit angereist. Maria Magdalena Rabel zum Beispiel extra aus Deutschland. Ich habe große Angst davor gehabt, was da heute Abend wohl sein würde, weil ich habe noch nichts gesehen vorher. Und ich finde es großartig. Ich habe eben nur in den Drehtagen also das miterlebt, was da passiert ist. Und ich wusste die Handlung, aber was die draus gemacht haben mit Musik und einfach die ganze Postproduktion ist wahnsinnig. Und lass uns doch einfach noch weitere Kurzfilme machen in dieser Form. Guter Schlusswort! Conchita Wurst wird mit ihrem Eurovision Song Contest Sieg zur internationalen Botschafterin für Offenheit. Und Österreich steht mit einem Mal als globales Epizentrum der Toleranz da. Conchita, Queen of Europe. Unglaublich. Wir sind Conchita und stolz drauf. Nur wenn der eigene Sohn sich als schwul outet, ist's vorbei mit der Toleranz. Das zeigt der österreichische Kurzfilm 12 Points, der im Vorfeld des Song Contests laufen wird. Das ist immer ein starkes Zeichen. Kein kleines, konservatives Österreich. Endlich sind wir Mittelpunkt Europas.